So, kommen wir zur Logistik 1, zur Aufgabe. Die Tabelle wird uns gleich beschäftigen. Aber vorher schauen wir uns die Aufgabe an. Wir haben es hier mit der ABC-Analyse zu tun. Und in dem Sinne, Lagerverwalter Sigi Stapel drückt Ihnen folgende Tabelle in die Hand. Teil 1 bis 10, Preis 10 und jeweils die Mengen dazu. Erbitten Sie, für Ihre folgende Aufgabe zu erledigen, klassifizieren Sie eine Teile anhand der ABC-Analyse. Nochmal zur Wiederholung, was passiert an der ABC-Analyse, was machen wir dort? Also, wir ermitteln unseren Umsatz, den wir halt pro Teil haben, und sortieren ihn nach der Größe. Und das dann absteigend vom größeren zum kleineren Umsatz. Und genau das werden wir hier halt hier tun. Ihr könnt euch eine Aufgabenstellung, so habe ich es halt immer öfter mal gemacht, dass ich hier mir gleich die Umsätze halt runtergeschrieben habe. Umsatz ist ja nichts weiter als Preis mal Menge. Und dann halt eine Reihenfolge halt gebildet habe in gewissen Rang. Ach ja, noch so eine kleine Hinweis wegen Klausur und sowas. Unser Tutorialsleiter meinte, dass die Schwerpunkte 60-40 sind, also 60% Theorie und wirklich nur 40% Rechnen. Das bedeutet halt, ackert eure Theorieskripte halt auch ordentlich durch, weil das hier allein wird euch nur bedingt weiterhelfen. Okay, ich habe jetzt mal hier eine Tabelle schon vorbereitet, wo ich halt die Reihenfolge und den Rang, also erstmal erläutere ich mal ein bisschen die Tabelle. Wir haben hier einen Rang, also der geht ja von 1 bis 10. Dann haben wir die Teilbezeichnung, also Teil Nummer 3 zum Beispiel wäre es beim ersten. Dann kommt der Umsatz hier unten und hier berechnen wir den Umsatzanteil in Prozent des jeweiligen Teils. Wie geht das? Wir müssen halt die Summe der gesamten Umsätze halt bilden und sie dann durch den jeweiligen, also den jeweiligen einzelnen Umsatz durch den gesamten Umsatz halt teilen, um halt einen gewissen Umsatzprozentanteil halt rauszubekommen. Dann haben wir einen Mengenanteil A, also nicht A, sondern einen Mengenanteil und da ist die Berechnung A. Man kann das nämlich in zwei Wegen halt machen. Entweder wir gehen halt wirklich über die Stückmenge, also über die Menge an sich, oder wir gehen bei Typ B, den würde ich halt eher empfehlen, über von den gesamten Teilen halt her aus. Wie wir das genau machen, zeige ich gleich noch. Und die Klassifizierungsgrenze bedeutet halt 70% und 90%. Die sind hier in der Aufgabenstellung nicht wirklich gegeben gewesen, aber ich sage es hier nochmal an. Okay, also wir fangen erstmal an. Wir fangen mit dem Rang 1 an. Und den ersten Platz in Sachen Umsatz macht unser Teil 3. Und dort haben wir einen Umsatz von 900.000. Auf Platz 2 liegt unser Teil 8 und dort haben wir 600.000. Und Platz 3 macht unser Teil 4 mit 300.000. Und auf Platz 4 haben wir das Teil 2 mit 160.000. Und auf Platz 5 haben wir das Teil 1 mit 85.000. Dann auf Platz 6 ist das Teil 10 mit 60.000. Und auf Platz 7 haben wir das Teil 7. Und dort haben wir 50.000.
Und auf Platz 8 haben wir das 9. Teil mit auch ebenfalls 50.000. Und auf Platz 9 haben wir das Teil 6 mit 41.400. Und auf Platz 10 haben wir das Teil 5 und dort haben wir nur 600 Alus. Okay, jetzt um den Umsatzanteil, also in dem Prozent halt auszurechnen, müssen wir hierfür quasi einen Strich bilden und die Summe aus dem Ganzen bilden. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das 2. Noch einen Blick. Oh. Sind das 2.247.000. Genau. Okay. Und wenn wir jetzt die 900 durch diese, also die 900.000 durch die 2.247.000 halt rechnen, dann kommen wir auf rund einen Umsatz von 0,4005 oder halt aufgerundet auf 40%. Und das Ganze tun wir jetzt auch, die 60 durch die 2 Millionen und dann kommen wir auf. Und das Ganze aufkumuliert. Verzeihung, das muss aufkumuliert werden, die jeweiligen Umsatzanteile. Und dann würden wir halt bei 60.000 auf rund 26,7 kommen, also auf 66,7%. Und wenn wir das Ganze halt weitermachen. Also wir würden jetzt hier, damit wir mal diesen Wert halt betrachten, da kumulieren wir halt quasi bis zu dem Teil das auf. Also wie wir auf diese 66,7 gekommen ist, sind die 900.000 plus die 600.000, also sind 1,5 Millionen durch die 2.247.000. Und wenn wir jetzt hier Platz 3 machen, dann würden wir halt die 300.000 noch dazu nehmen und so weiter. Und dann kommen wir auf, also wäre es vielleicht sogar ratsam, hier noch eine Spalte mit Umsatz aufkumuliert halt wirklich zu bilden. Also 80,1%, 87,2%, 91,0%, 93,7%, dann kommt 95,9%. 98,1 und 99,9 und hier unten dann 100%. Gut. Das Ganze war jetzt auch nicht allzu schwer. Auch jetzt wird es nicht viel schwerer. Jetzt haben wir halt den Mengenanteil in Prozent halt bestimmen und nach der Variante A, da springen wir nochmal zur Aufgabenstellung zurück, würden wir halt hier unsere Teile aufsummieren und sie dann halt, also die 8.500 durch die Gesamtanzahl der Teile, hier wären 26.745 rechnen
und würden dann auf jeden Fall den prozentualen Mengenanteil bekommen nach Typ A. Und das wäre dann hier 5,6, 10,1, dann 11,2, 18,7, 50,5, 61,7, 62,1. Dann kommen wir auf hoch. Einen Augenblick, das muss man nachrechnen. Dritte von Teil 9. Teil 9. Ach so, jetzt weiß ich, wo mein Fehler in der Erklärung liegt. Das ist halt der Mengenanteil auch aufkumuliert. Also war halt hier von Teil 1, also von Teil 3. Oh Gott, das ist ja auch schon wieder blöd erklärt. Denn, na gut, okay, wenn wir von Teil 3 halt diese 1500, also die 1500 Teile halt haben, dann müssten wir also dann plus die Teile von 8 machen, also die 1200 wären dann bei 2700 und diese 2700 geteilt durch die 26.745. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Und dann kommen wir halt hier unten auf 92,7 und 100. Aber das, den Schritt würde ich euch halt überhaupt nicht so empfehlen, sondern ihr wisst ja vielmehr, dass wir, ich würde halt das mit den Teilen halt machen. Wir haben halt 10 Teile und dann haben wir halt hier ein Zehntel, also 10%, zwei Zehntel, drei Zehntel, vier Zehntel, also 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% und 100%. Also was macht ihr hier? Ihr teilt halt wirklich, wenn ihr jetzt, sage ich mal, 13 Teile hättet, dann wäre das natürlich nicht 10%, sondern ein Dreizehntel. Dann wäre das beim zweiten zwei Dreizehntel, drei Dreizehntel und so weiter. Jetzt hatten wir gesagt, dass wir noch die Grenzen halt haben. Also wir haben eine Grenze bei 70% und die andere bei 90%. Bedeutet halt im Endeffekt, das richtet sich halt hier nach. Also ein Teil von 4 wäre eigentlich noch mit drin, aber da die eine 70% Grenze ist, machen wir hier den Strich.
bedeutet im Grunde nichts, als der entscheidende Faktor ist, hier geht es von der 66 zur 80, dazwischen liegt die 70. Und das bedeutet, wir haben halt hier nichts weiter als einmal A, zweite Mal A. Dann die nächste ist bei 90. Naja, hier ist 91, also ist die nächste Grenze, die gezogen wird, hier. Und das sind B-Produkte. Und der Rest 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind C-Produkte. In der Aufgabe B sollen wir das Ganze nochmal grafisch darstellen. Das wäre halt wie bei einer Lorenz-Kurve. Ich werde das jetzt mal auf der neuen Seite halt ein bisschen schematisch halt machen. Ich habe jetzt keine Lust, das Ganze bei Excel einzutippen. Also werden wir, das sieht halt aus wie eine Lorenz-Kurve. Und im Grunde ist das halt der Umsatz hier. Umsatz kumuliert. Wenn man so möchte, ist das halt auch einfach nichts weiter als unser Integral, ein Groß F von x. Und es geht dann hier so hoch. Und hier erreicht das dann zum Beispiel die 100. Und das hier unten angezeichnet wäre der Mengenanteil. Und das wäre es denn eigentlich auch schon. Okay, und dazu war jetzt nochmal die Frage, was das eigentlich zu bedeuten hat hier mit dem A und B und C. Also, und was die benötigen. Also A sind natürlich Artikel, die einen sehr schnellen Umschlagsprozess halt haben im Unternehmen. Also, ja, das sind halt die Schnellrenner, die Läufer. Und dann haben wir halt zum Beispiel B-Artikel, wie B schon sagt, wo der Umschlag halt nicht ganz so schnell ist. Und C-Artikel, das sind eher unsere Ladenhüter, aber auf die können wir nicht verzichten. Ein klassisches Beispiel beim Einkaufen wäre das Toilettenpapier. Es ist zwar benötigt, aber es hat halt nicht so einen schnellen Umschlagsplatz wie Süßigkeiten zum Beispiel. Oder Obst und Früchte, die halt wirklich schnell umgeschlagen wird. Was bedeutet das? Unsere Artikel mit einer hohen Umschlagszahl oder mit einem schnellen Umschlagszyklus benötigen natürlich auch wesentlich mehr Management. Meistens hat das was damit zu tun, dass das halt auch vergängliche Waren sind. Denkt bitte an Tulpen zum Beispiel, Blumenverkäufer, wenn da nicht Eile geboten und Frische geboten ist. Ja, dann wird der Blumenverkäufer vermutlich untergehen, weil er seine Blumen nicht los wird, wenn die alle verwelkt sind. Während C-Artikel Konserven sein können, also die liegen halt einfach wirklich da. Ob die da nun ein paar Monate liegen oder nicht, das interessiert den Verkäufer im Grunde nicht. Die halt nicht so einen Umschlagartikel haben. Und B ist natürlich so eine Mischform zwischen beides, also die halten sich zwar schon etwas länger, aber ja, da muss man auch zusehen, dass man sie früher oder später mal los wird. Ja, so viel halt dazu, dass wie man sich halt um den ganzen Kram noch kümmern muss. Ansonsten war es das jetzt schon zur Aufgabe 1. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne mailen.